Als ich erfuhr, ich bekomme diesen Preis, fand ich das erstmal irgendwo befremdend und ein bisschen belustigend. Ich dachte, Lebenswerk, naja gut, okay, Lebenswerk. Ich habe ja nicht eigentlich auf ein Lebenswerk hingearbeitet, ich habe einfach gearbeitet. Als dann Waltraud und ich auf die Bühne kletterten und in diesem Augenblick, als das wirklich nun stattfand, die Verleihung, war ich eigentlich selbst überrumpelt und dachte, ah, irgendwas ist da dran. Irgendwas ist auch völlig okay und es stimmt so und ich freue mich darüber und bin sogar stolz und das bin ich jetzt auch noch. Mein Anfang, was das betrifft, nicht die Hörbücher selbst, aber diese Art von Literaturpräsentation liegt für mich ja viel weiter zurück, denn ich habe ja auch wieder, ich denke, 15 oder 20 Jahre lang vorher für alle Sender der ARD ganz große Literaturprogramme gelesen. Statt auf der Bühne zu stehen, habe ich jeden Tag im Studio gestanden und jede Woche in einer anderen Stadt mit einem anderen Buch, einem anderen Roman. Also da habe ich eigentlich sehr auch wieder üben können, bis dann tatsächlich das Hörbuch kam. Und auch da habe ich wiederum gearbeitet, bis Waltraud, die da hinten sitzt und wahrscheinlich zuhört. Ich kann sie nicht sehen in diesem Augenblick. Und ich und ihre Initiative war es ganz weitgehend, beschlossen haben, einen eigenen Verlag zu machen. Das war gar nicht unsere Absicht ursprünglich. Also ich wäre auch nie drauf gekommen. Aber dann haben wir es so gemacht. Und das hat sich als ganz gut herausgestellt, weil es eine Kontinuität jetzt auch der Interpretationen und vielleicht auch eine Garantie für Qualität, behaupte ich jetzt einfach, liefert, die bemerkt wird, sagen wir so, die zu dem ganzen Programm eigentlich auch gehört als Standard, auf den man sich verlassen kann. Und das heißt, ganz intensiv die Dinge vorzubereiten, das heißt mit Texten absolut vertraut zu sein, sie absolut zu kennen, nicht zu überrumpeln, sondern und nicht zu übertreiben, sondern Texten gerecht zu werden und gerecht zu bleiben, sie nicht durch eine überschäumende private oder persönliche individuelle Interpretation besser machen zu wollen. Disziplin ist natürlich, ja, fast, nein, das ist die erste Tugend. Die erste Tugend ist Auseinandersetzung und Genauigkeit. Disziplin eben. Und darunter liegend eben der Vulkan der Liebe sozusagen als Basis von allem. Das ist sicher nicht einfach, so wie Parlando auch nicht per se nicht einfach ist als Verlag. Oft nachts um drei möchte ich es alles an die Wand schmeißen und habe oft genug geschrien, jetzt ist endlich Schluss. Und es ist viel zu viel Arbeit, also ohne Schwierigkeiten ist das wirklich nicht. Das Bücher machen oder das Hörbücher machen, das Zusammenleben ist auch nicht ohne. Aber alles zusammengenommen und wenn es dann funktioniert hat wieder und in Ordnung ist, dann ist es großartig. Ja. Wir haben bei Parlando ungefähr 150 Titel gemacht. Es sind nur solche Bücher, von denen wir glauben, sie sind wichtig. Sie lohnen, dass vorgelesen werden. Sie lohnen, dass andere Menschen zuhören und irgendwas erfahren, was nicht alltäglich ist, was allerdings mit dem Leben zu tun hat. Was soll ich schon sagen? Jede Mutter lobt ihre Butter, also jede einzelne Produktion ist von nicht nachlassender Qualität. Aus der Jüngeren gibt es eben David Vann, zum Beispiel einen Amerikaner, der sehr harte Geschichten schreibt, die aber nah am Leben und auch beinahe autobiografisch sind. David Vann, Die Unermesslichkeit oder Im Schatten des Vaters, das erste Buch. Unglaubliche Dinge.
Wir haben viele Amerikaner. Wir haben Cormac McCarthy, Don DeLillo, Richard Ford. Wir haben eine Vorliebe für Amerikaner, die in der Lage sind, Bücher zu schreiben, wie sie selten entstehen. Das ist unser Kind, das letzte Kind, andere haben wir auch. Und unser Herzblut und unsere Leidenschaft.